Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Letztes Wochenende am Sonntag kam leider kein Video raus, kein Opening, wie versprochen. Dafür heute in doppelter Power, in doppelter Kraft, denn wir haben hier das Raupi mit am Start aus dem Base Set First Edition. Weiß ich nicht, ich habe irgendeine Sammlung gekauft und da war die dabei, die ist irgendwie nur vorne foliert, warum auch immer. Aber das ist Raupi. Das wird jetzt hier oben in der Ecke liegen bleiben und uns Glück bringen, ja? Und nein, es ist nicht das Opening, das vom Mutti bezahlt wird. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben in dem Video, wo ich mit Mutter was aufgemacht hatte, dass sie das nächste Opening bezahlen muss. Nein, heute ist es was anderes, denn ich habe zu viele Videos geguckt. Ich habe zu viele Videos geguckt von den guten Card-Buddies und den Stefan und so weiter, wo verborgenes Schicksal aufgemacht wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Verborgenes Schicksal ist heute wieder dran. Ihr wisst, ich mache das einfach ultra gerne auf, ja? Ihr wisst es. Es geht nicht anders. Ich muss es öffnen. Man ist immer so zwiegespalten. Einerseits möchte man es öffnen, andererseits möchte man es für irgendwann in Zukunft vielleicht mal aufmachen. Aber Leute, es ist soweit. Wir machen heute die Hyperball-Kollektion von Verborgenes Schicksal. Mal gucken. Dann haben wir einige Booster vom Verborgenes Schicksal. Und vielleicht wird uns heute ja mal richtig gegönnt. Ich würde auch gerne das nach Tara wieder haben, weil das richtig schön ist. Und ich ein bisschen bereue, das verkauft zu haben für 80 Euro. Vor einiger Zeit. Aber ihr könnt ja mal alle in die Kommentare schreiben, habt ihr noch Verborgenes Schicksal eingepackt zu Hause? Wenn ja, was und wie viel? Und sammelt ihr dieses Set auch? Das ist irgendwie das Set, was mich am meisten reizt im Moment, das aufzumachen und zu sammeln. Dann würde ich sagen, rippen wir das Ding offen. Die Facecam ist heute eine etwas andere. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, die Optik. Ich habe die alte Facecam natürlich noch mitlaufen, ne, dass wenn irgendwas passieren sollte, haben wir auch noch eine Perspektive. Wow, noch eine Perspektive mehr. Jetzt ist es auf, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Wir müssen das Ding jetzt rippen. Folien habe ich auch schon bereitgelegt. Ne? Also die Folienpolizei kann gleich wegbleiben. Ja, ihr habt keine Chance. Hier haben wir das gute Metagross drin, ne? Das kennen wir. Ich mache das mal hier, dann sieht man es noch in der dritten Cam. Da ist das heutzutage echt anstrengend, Pokémon-Karten auszupacken, ne? Also, das glaubt mir, hätte mir damals wahrscheinlich keiner geglaubt. Früher gab es ja eigentlich nur Decks und Displays, wenn ich mich recht entsinne. Holen wir die ganze Chose hier raus. Oh, da sind viele Glurak dabei, oder was? Also, dann zählen wir mal durch. Wir haben einmal Mew, einmal Glurak, einmal Mewtwo. So, zweimal Glurak, einmal die legendären Vögel, so. Dann wieder Glurak, wieder Glurak, wieder Glurak. Nochmal die Vögelchen und einmal Mew. Also, wir haben einmal Mewtwo, zweimal Mew, zweimal die Vögel und sonst nur Glurak. Wow. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and Mama used to ride the cab. Der Hammer. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Mew am meisten Glück bringt. Ja, Mew hat uns am meisten Glück gebracht. Wir werden jetzt in der Reihenfolge, wie ich es jetzt hier hingelegt habe, öffnen und somit entsprechend mit Mewtwo anfangen. Ich bin sehr gespannt, was das heutige Opening mit sich bringen wird. Das war jetzt eine lange Einleitung, bis es losgeht mit den Openings an sich. Aber ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet, seid jetzt noch mit am Start. Und vielleicht wird es demnächst einen Battle mit Verborgenes Schicksal Tins geben. Vielleicht. Mal schauen. Wenn ihr das wollt, gerne einen Daumen hoch geben. So, jetzt schnacken wir nicht mehr lange rum, sondern öffnen das Ding. Machen wir das so, dass ich die Shinies nach ganz hinten packe? Sollen wir das so machen? Also, dass ich die letzten beiden Karten quasi nochmal tausche, also den normalen Kartentrick mache und dann die letzten beiden nochmal tausche? Was haltet ihr davon? Hier auf jeden Fall mal ein Code für euch. Dann 1, 2, 3, 4. Und jetzt müsste ich ja das hier mit dem nochmal tauschen, ne? Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich da was fühle, ja, weil das möchte ich natürlich nicht. Aber gut, erstes wird natürlich eine Wasserenergie, nein, natürlich nicht. Wir fangen an mit dem ersten Booster, es auszupacken. Wir haben hier eine Kampfenergie, ein Sichlor, ein Sabrinas Vorschlag, dann haben wir eine Pokémon Center Dame. Mögt ihr das eigentlich lieber, wenn ich das so richtig nah an die Kamera hole oder so weiter weghalte? Könnt ihr ja mal abstimmen. Was mögt ihr mehr? Den Fokus habe ich jetzt gerade natürlich auf weiter weg. Den Fokus kann ich natürlich auch nach vorne holen. Das ist gar kein Problem. Ich mache es jetzt mal so. Die Pokémon Center Dame haben wir hier. Ein Glumanda, hallo. Ein Pipi. Ein Fleckmon. Ein Carbador. Ein Pikachu. Ein Lapras. Dann haben wir als Holo eine Reverse Energy. Ja, eine Wasserenergie, sehr schön. Und dahinter haben wir ein
Ach so, das war's schon. Das wird mir jetzt, glaube ich, auch öfter passieren. Das kriegt mein Hirn einfach nicht registriert, dass ich ja die Karten getauscht habe und dann quasi schon ja eine Rare, die nicht Holo ist, entdecken kann, bevor es fast zu Ende ist. Ja, wir haben hier unseren ersten Pull, eine, weiß ich nicht, 2 Euro wahrscheinlich ungefähr Karte. Unsere Rare ist hier dieses Lapras. Nächstes Booster haben wir hier ein Mew. Ja? Und da hat die Erfahrung mir zumindest gezeigt, dass da immer die Hits drin versteckt sind. Ich weiß nicht, warum die Pokémon Company das bisher bei mir so gemacht hat. Mew ist auf jeden Fall hitlastig. Hitlastig gewesen. Ja, ihr könnt euch die Videos ja gerne im Nachhinein nochmal alle angucken bei mir. Dann werdet ihr sehen, das Mew, das hat gut gegönnt. So, Booster zur Seite. Oh, das war falsch rum ausgepackt. Hier haben wir wieder ein Kötchen. 1, 2, 3, 4. Nach vorne. Und dann wieder tauschen. So. Und umdrehen. Und es ist natürlich eine Wasserenergie. Aber eigentlich hatte ich recht, ne? Wasserenergie war trotzdem noch in dem Booster mit drin. Ne? Auch wenn ich eigentlich prediktet habe, dass das die erste Energie ist, die zu sehen sein wird. Aber irgendwo hatte ich dann trotzdem noch recht. Wir haben hier eine Pflanzenenergie. Ein Rockos Durchhaltevermögen, ein Georock, ein Porenta, ein Carpador, ein Phlegmon, ein Pipi, ein Smogmog, so ein Smogon, ne, natürlich. Hier noch ein Voltoball und jetzt wird es, glaube ich, interessant, denn wir haben hier noch ein Mewtwo GX, unsere erste GX-Karte. Schön, habe ich ja noch nicht oft genug. Und dahinter haben wir noch ein Trasler in Shiny, schön. Ich glaube, wie viel ist das jetzt von mir? Die 6. Kommt auch wieder mit in den Ordner. Ich weiß noch, das letzte Opening, was wir gemacht haben, haben wir die sogar zweimal gezogen. War das aus einer Tin? Dieses Mewtwo, ich glaube, das möchte unbedingt zu mir kommen. Das mag mich irgendwie. Warum? Weiß ich nicht. Aber irgendwie auch lustig, oder? Dass mich dieses Mewtwo so gerne verfolgt hier. Aber ich habe ja gesagt, Mew bringt Puls. Mew bringt hier Puls. Und hier haben wir auch schon das nächste Mew. Oder sollen wir das hinten anstellen? Nein, lassen wir es. Lassen wir es. So, ja, falsch rum. Ne, immer die Front nach vorne. Ich kann das auch immer noch nicht leiden, wenn Leute ihr Booster mit Scheren öffnen. Da habe ich immer Angst, dass die in die Karten reinschneiden. Was soll's? Ich würde es nicht machen. Ich hätte so viel Schiss, dass ich irgendeine tolle Karte, die da drin ist, reinschneide. Und das ist natürlich Horror pur. Ne? Go, wir haben irgendeine Karte, fühlt sich so an, als wäre die zu groß, irgendeine in dem Stapel. Eine Nicht-Wasserenergie. Okay, alles klar. So. Dann geht's los. Stahlenergie, Kugas Falle, Major Bobs Strategie, Mistys Entschlossenheit, Paras, Glummernder haben wir wieder mit am Start. Ein Pipi, auch wieder mit am Start. Ein Fleckmann, kommt jetzt ein Pikachu? Nein, ein Carpador? Okay. Ja, man kennt die Karten, die so common sind hier in diesem Booster, natürlich in- und auswendig, weil man die schon zum Millionen Mal gezogen hat, gefühlt. Smetbo, ein Paras in Reverse und dahinter haben wir noch nichts, weil das war die letzte Karte. Okay, alles klar, ich habe die Rare wieder verschlafen. Raupi, du hast gesagt, du passt auf, ne? Du musst gucken und auch ein bisschen Glück bringen und so, ja? Das erwarte ich jetzt von dir. Macht ihr die Booster eigentlich immer unten auf oder oben auf? Wie ist euer Favorite da so? Ich mache jetzt einfach mal unten auf. Oh, das ging. Das ließ sich gut aufziehen. Zu gut. Zu gut. Oh, nee, jetzt habe ich es verkackt. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Komm, ein Code behalte ich mal, ja? Ein Code behalte ich mal. So, 1, 2, 3, 4. Und ihr wisst, Leute, hier kann so geiler Scheiß drin sein. Jetzt muss ich nochmal die Karte irgendwie tauschen. So, und umdrehen. Eine Kampfenergie haben wir hier wieder. Sabrinas Vorschlag ist wieder mit am Start. Pokémon Center Dame ist auch wieder da. Safcon, ja, also die beiden hier, die kennen sich. Und Smetbo ist natürlich auch mit am Start noch da hinten. Also die ganze Entwicklungsreihe darf uns jetzt gerade zugucken. Jetzt nicht mehr, Voltoball. Tragosso, Kleinstein, Evoli, Raupi. Oh, Raupi. Da habe ich gerade nochmal mit Raupi gesprochen. Kommt Raupi in Reverse. Und haben ein... Hä? Was habe ich denn jetzt verkackt? Nicht euer Ernst, ich habe dieses Mewtwo GX schon wieder doppelt. Nein.
Nein! Ist das euer Ernst? Wie oft habe ich dieses Mute noch bekommen? Und es ist leider nichts wert. Ist das geil, ey. Hammer. Raupin Reverse ist mit am Start und chillt sich hier an die Seite. Und wieso ist dieses Pummeluff jetzt noch hinten dran? Habe ich den Kantrick echt verkackt? Na gut. Soll auch vorkommen, ne? Passiert dem Besten. So. Letzte Booster, bevor wir zu den Lua-Boostern kommen. Bis jetzt muss ich sagen, die Ausbeute, die will mich trollen. Die will mich trollen. Letztes Opening, zweimal dieses Mewtwo GX. Wenn das jetzt nochmal kommt, ne? Dann... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich würde ja sagen, ich esse da einen Besen oder sowas. Aber dann passiert das gleich und dann muss ich einen Besen essen. Also, nein, 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 nein. Das will ich nicht riskieren. Dafür ist das zu wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Hier habt ihr wieder einen Code. Ein Gönjamin ist da. 1, 2, 3, 4. Karten getauscht. Und wir haben eine Feuerenergie. Hier heute und hier wieder am Start. So. Eine Feuerenergie, ein Safcon ist wieder da. Mistys Azuria Arena, Magma, Voltoball, Smorgon. Fehlen euch noch Karten aus diesem Set, falls ihr die sammelt? Wenn ja, was fehlt euch so? Also mit den normalen Commons und Uncommons und so kann ich euch vielleicht aushelfen. Tragosso, Kleinstein, Pummeluff haben wir hier. Ein Voltoball, Elektroball natürlich, nicht Voltoball. Dann eine Pokémon Center Dame in Reverse und eine, das war's schon wieder. Ich sag's euch ja. Ich vergesse immer, dass die Rare da auch kommt, ne? Dass ich die auch beachten muss. Dass sie auch nicht Holo sein kann. Ach Gott. So, jetzt kommen wir zu den 1, 2, 3, 4, 5 Glurak-Packs. Jetzt wird's ernst. Dann drückt ihr jetzt alle mal schön in die Daumen. Wünscht mir Glück. Dafür kriegt ihr hier auch nochmal einen Glurak-Booster. Verborgene Schicksal-Code, ja? 1, 2, 3, 4... Und jetzt gucke ich auch gleich mal auf die Rare. Ich versuch's, ja? Ich versuch's mal auf die Rare zu schauen. So. Ich möchte die Karten nicht von unten anfassen, weil sonst kann man was erahnen, falls da eine Full Art oder so drin ist. Kann man sich da schon drauf freuen. Wir haben hier eine Wasserenergie. Es geht weiter mit Wasserenergie. Sehr schön. Wir haben hier dahinter ein Magma. Ein Sichlor. Ist natürlich auch schwer für mich, weil ich hier immer durchs Handy gucken muss. Die Zeichen alle, doch, die könnte ich schon sehen. Sichlor, aber es ist ein bisschen erschwert hier durch die Kamera das Ganze zu machen natürlich. Ne? Rokkos Durchhaltevermögen. Hier Grüße durch das Sichlor an den Delixer mal wieder. Tragosso. Evoli. Schöne Grüße an die liebe Leni. Dann haben wir hier ein Pipi. Ein Anton. Jetzt dürfte die Rare kommen, oder? Ne, noch nicht. Rattan. Jetzt kommt aber die Rare. Das ist eine Holo, ein Aquana und dahinter haben wir ein PP in Reverse. Okay, das Aquana, das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal gezogen, als wir die beiden Mewtwo's bekommen haben. Diese Leidenschaft, die Booster zu öffnen, Pokémon, einfach der Hammer. Einfach der Hammer. Wir machen es jetzt mal ein bisschen, sollen wir gleich mal einen, ihr seht es, zuerst Pack machen? Ich bin da drin nicht so gut geübt, deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer. Auch mit diesem, was ich jetzt gerade mache, dieses... Zack, nach vorne tauschen. Da habe ich absolut null Übung drin. Und wir haben eine Feuerenergie. Gerade eine Wasser, jetzt eine Feuer. Feuer ist natürlich sehr gerne gesehen, auch Feuerkarten, ne? Also Pokémon. Sabrinas Vorschlag. Mistys Entschlossenheit. Pass auf, jetzt kriege ich eine Glurak GX. Safcon. Rattan. Raupi. Grüß deinen Bruder da hinten. Moin, moin, Leute. Ein Paras. Ein Rattan. Warte mal. Zweimal das... Ist das ein Error-Pack? Zweimal Rattan in einem Booster? Oder bin ich jetzt blöd? Ein Enton. Ein Geowatz. Das ist die Rare. Und wir haben einen Wolverock in Shiny. Geil. Wolverock GX. In Shiny, die erste, die wir hier ziehen dürfen. Schön, 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 schön. Nice. Das freut mich doch. Wie sieht die aus? Ja, würde sagen, von den Rändern her, oben ein bisschen kürzer, unten ein bisschen größer und so. Ja, aber sonst würde ich sagen, nice. Unsere erste schöne Shiny. Aber jetzt könnt ihr mir mal erklären, wie wahrscheinlich das ist, dass man zweimal dieselbe Common-Karte in einem Booster hat. Immerhin haben wir jetzt schon mal eine. Und Wolverock GX in Dings Shiny dürfte ich auch noch gar nicht haben.
Dementsprechend werden wir das gleich auch in den Ordner packen, gemeinsam. 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir schon bei 22 Minuten Aufnahmezeit. Ihr werdet natürlich das Ganze geschnitten sehen. Ganz klare Sache. Feuerenergie? Nein, eine Feenenergie. Ja, die gute alte Feenenergie, die gibt es ja jetzt nicht mehr im neuen Set. Aber das wisst ihr ja natürlich alle. Ist ja nichts Neues. Safcon, Sabrinas Vorschlag. Seid ihr schon gespannt auf das nächste Set, was rauskommen wird? Wo es auch diese wunderschönen Dreierblister gibt für einfach einen Top-Preis. Hammer. Zweierblister meine ich. Glutexo haben wir hier. Rettern. Nochmal das Rettern, ey. Kleinstein. Tragosso. Evoli. Ein Pipi. Und als Rare haben wir ein Zapdos in Holo. Und dahinter noch ein Tragosso. Schade. Schade Schokolade. Das kann besser aussehen eigentlich. Wir haben auch zwei Packs. Und unsere Hits sind jetzt bei, ja, zwei GX, zwei Shinies. Das, ja, könnte noch, das ist ausbaufähig, sage ich jetzt mal. Es ist noch alles offen. Bis das letzte geöffnet und ausgepackt wurde, ist noch alles offen. Kriegen wir unser Nachthara oder kriegen wir vielleicht sogar einen Mewtwo oder einen Glurak? Wäre ja schön, ne? 2, 3, 4. Und wir haben eine Wasserenergie. Nein, eine Psychoenergie, alles klar. Vorletztes Pack, Leute. Jetzt ziehe ich mir nach unten weg. Ziehe ich immer nach unten weg? Ich weiß gar nicht. Rossana, Mistys Entschlossenheit, Rokus Marmoria Arena haben wir hier. Tragosso, Kleinstein, Evoli, Pummelhof, Smogon. Warum doppelt sich denn heute einiges? Verstehe ich nicht. Zapdos haben wir auch schon. Da liegt's. Und dahinter haben wir noch einen Smogon. Oh. Nö, warum? Ihr seht ein bisschen, ich bin ein bisschen ernüchtert davon. Ich bin ein bisschen ernüchtert, aber ich bin auch irgendwie. Finde ich es mega lustig, dass es Mewtwo einfach schon wieder zweimal mit am Start ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was habe ich mir denn hier geholt? Wenn es wenigstens das Shiny Mewtwo wäre, ne? Aber gut. So, letztes Pack. Last Pack Magic. Ist es am Start oder nicht? Jetzt wird es spannend. Last Pack Magic. Trommelwirbel. Musik an. Stahlenergie. Glutexo, die erste Karte aus dem letzten Pack. Magma. Mal zurechtziehen hier alles. Ein Sichlor. Ein Pummelhof. Ein Raupi. Raupi, was machst du da hinten? Komm, ich leg dich zu deinem Bro. Sind die beiden da hinten zusammen? Paras. Anton. Glumanda. Was haben wir hier gezogen? Die beiden. Na gut. Glumanda. Eins Madbo als Rare. Und was kriegen wir als letzte Karte? Was kriegen wir als letzte Karte? Wir kriegen ein Tragosso in Reverse. Nicht dein Ernst, auch die haben wir doppelt. Hä? Das ist das absolute Double-Ding gewesen. Guckt euch das an, was wir doppelt haben. Diese hier haben wir doppelt. Diese hier haben wir doppelt. Diese hier haben wir doppelt. What? What? Okay, wir sortieren die jetzt mal noch gemeinsam ein. Aber immerhin habe ich hier eine, die ich noch nicht habe. Glaube ich. Ihr habt es ja gerade mitbekommen. Die habe ich leider schon. Das heißt, wenn jemand die braucht, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann können wir die tauschen oder ähnliches. Pack sie jetzt aber einfach mal so. Und jetzt wird es natürlich wichtig, haben wir das Wolverock schon. Das kommt hier oben hin. Das heißt, ich habe sie noch nicht. Das ist sehr gut. Schön. Eine weitere, ich weiß nicht mal, ob die viel wert ist oder ähnliches. Gucken wir dann nochmal, ob ich die Energie in Holo habe. Ja, habe ich, aber ja, einmal geht noch. Einmal in Holo geht noch. Ja, optimal, habt die Reihe voll mit Holos. Sehr schön. So, haben wir hier das Zapdos. Dreimal. Tja, und du? Ich glaube, ich habe das sowieso schon mehr als dreimal. Und jetzt habe ich es nochmal mehr. Ich check's nicht. Hier haben wir das Aquana natürlich dreimal. Ne? Das habe ich da jetzt schon fünfmal drin stecken. Jetzt wird es einfach ein sechstes Mal da reingesteckt. Und noch ein siebtes Mal.
Das haben wir tatsächlich nur zweimal in Reverse. Kommt jetzt das dritte Mal in Reverse rein. Raupi fehlt mir auch noch. Also fehlt mir eigentlich nicht, weil einmal habe ich es ja in Reverse. Jetzt habe ich es aber auch zweimal. Dann das Paras habe ich auch nur einmal. Das habe ich auch nur zweimal. Auch das dritte Mal da. Alles klar. Wie gesagt, ich werde jetzt noch die Commons durchgehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Weil ja einfach die doppelte Power, ne? Wenn man es wirklich mal so sagen will, die doppelte Power war drin. Schreibt mir gerne Kommentare. Ich freue mich sehr. Ich antworte auch jedem. Ein Abo ist kostenlos, falls ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Und schaut doch einfach mal durch die Videobeschreibung. Daumen hoch wäre auch ziemlich nice. Bis zum nächsten Mal. Und tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going.